Jetzt bin ich verbunden mit Julian. Julian ist unter anderem aktiv im Steinhaus Bautzen e.V., das ist ein soziokulturelles Jugendzentrum und hat auch die letzten Tage in Bautzen verbracht. Hallo Julian. Hallo. Hallo. Also, erstmal hätte ich gerne einen Eindruck von dir, wie es denn in den letzten Tagen seit den Ausschreitungen am Mittwoch in Bautzen so gewesen ist. Wie hast du das denn so wahrgenommen? Waren viele Nazis noch unterwegs? War große Polizeipräsenz? Oder wie war die Stimmung? Wie hast du das gesehen? Ja, also ich bin ja seit Donnerstagmittag jetzt in der Stadt. Das war ja sowieso vor, auch hier zu sein. Bin da ein bisschen eher gekommen, weil ich also Donnerstag früh erfahren habe, was hier am Mittwoch vorgefallen ist, habe mir dann erstmal im Prinzip den Donnerstag damit verbracht, mir ein Bild zu machen, auch durch die Stadt zu gehen, auch mit den Leuten zu reden von uns, die zusammen mit den Geflüchteten halt am Mittwoch auch auf dem Platz waren, auf dem Kornmarkt waren, um mir quasi erstmal die Geschehnisse zu sortieren. Und habe dann am Donnerstag beobachtet, was abends auch auf dem Kornmarkt los war und in der Stadt allgemein los war. Und ja, man muss sagen, dass also diese Eskalation vom Mittwoch dazu geführt hat, dass es von Seiten gerade der Rechten, der Nazis, der organisierten Nazis, so eine Art Event-Charakter kriegt. Also die sehen, hier ist was los. Okay. Die haben jetzt Oberwasser, die spüren quasi, dass es in die richtige Richtung geht und sie wissen, dass Medien da sind und waren deswegen natürlich am Donnerstagabend dann auch sehr präsent. Es gab ja eine Versammlung auf dem Kornmarkt mit ungefähr 400 Leuten. Davon waren, das war so eine sehr skurrile Mischung aus gut organisierten, disziplinierten, harten Neonazis aus diesem Stream-BZ-Umfeld und halt wirklich, ja, man muss es so sagen, irgendwie Leuten, die deutlich angetrunken waren und keinen geraden Satz auf die Reihe gekriegt haben. Das war nach meinem Eindruck die Mehrheit. Mhm. Es gab dann ja einen kleinen Versuch von etwa 25 Leuten irgendwie von links dort Präsenz zu zeigen, was aber, glaube ich, in der Situation, ja, weiß ich nicht, das hat nicht viel gebracht. Es war eine sehr, 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 sehr gespannte große Gruppe von Leuten unter Alkoholeinfluss, die dort irgendwie jetzt ihre Chance gewittert hat und Präsenz gezeigt hat. Ansonsten polizeimäßig ist natürlich relativ viel präsent. Jetzt tagsüber gar nicht so auffällig, aber vor allen Dingen, also im Prinzip ab Einbruch der Dunkelheit ständig Streifen, auch ständige Präsenz auf dem Kornmarkt von mehreren Fahrzeugen, auch Personenkontrollen. Also man hat ja seit gestern hier so ein Kontrollbezirk eingerichtet in der Innenstadt quasi, wo verdachtsunabhängig eben Personen kontrolliert werden. Und die wurden wohl, also nach dem Polizeibericht von heute, gestern alleine 250 Personen kontrolliert, wahrscheinlich einfach um einen Eindruck davon zu kriegen, wer in der Stadt ist, wie viele Leute von außerhalb dabei sind. Und so wie ich das wahrgenommen habe, werden Geflüchtete generell kontrolliert, Leute, die offensichtlich nach Nazis aussehen, auch, und Leute, die offensichtlich nach linkes Spektrum aussehen, werden auch kontrolliert, während halt, sagen wir mal, der normale Bürger oder der so aussieht, quasi in Frieden gelassen wird. Mhm. Ansonsten sieht man tagsüber immer wieder und gegen Abend dann mehr kleine Gruppen von Neonazis, die also auch, ja, man kann sagen, patrouillieren, okay, und gucken. Mhm. Und quasi Präsenz zeigen. Mhm. Man sieht viele Autos auch mit entweder eindeutigen Nummernschildern oder eindeutigen Aufklebern und Zeichen und so weiter, auch durchaus mit fremden Kennzeichen, also teilweise auch aus anderen Bundesländern sogar, also Brandenburg, Sachsen-Anhalt. Mhm. Und also zu den Einheimischen dazu. Das heißt, zum einen
eine starke Nazi-Präsenz, zum anderen eine starke Polizeipräsenz. Ja, das, diese starke Polizeipräsenz, das war ja in den letzten Tagen und auch schon bei der Demonstration am Freitag, wo es ja zuerst hieß, dass da zunächst irgendwie ein Sixpack da gewesen sei. Am Mittwoch waren es ja wohl auch nicht viele Polizisten, die auf dem Kornmarkt gewesen waren. Also Annalena, mit der ich gesprochen hatte, die hat da teilweise von irgendwie 8 oder 9 Polizisten gesprochen. 9, also die Quellen, die ich habe, sagen 9 Polizisten, als wirklich die Lage eskaliert ist, waren 9 Polizisten vor Ort. Ja. Die Zahl 100, die dann von der Polizei verbreitet wurde, stimmt wahrscheinlich für Ende des Einsatzes. Dass dann am Ende 100, aber auch im gesamten Stadtgebiet, also schon die mitgerechnet, die dann in Streifen vor den Unterkünften standen, ne, um Schlimmeres zu verhindern. Ja. Ansonsten war dort nach allem, also es stellt sich einfach so dar, als ob die Polizei auf diese Situation, diese konkrete Situation, die sich da am Abend ja über Stunden entwickelt hat, völlig unvorbereitet war, obwohl es auf einschlägigen Seiten quasi Aufrufe gab, an Nazis am Mittwochabend nach Bautzen zu kommen, um dort mal aufzuräumen auf dem Kornmarkt. Und sag mal, das hat man mitgekriegt, also dass die Polizei das nie mitgekriegt hat, will sie sich natürlich nie vorwerfen lassen und deswegen wird das auch nie thematisiert in der Pressearbeit der Polizei. Das ist zumindest mein Eindruck. Glaubst du, dass die, also das Mobilisierungspotenzial der Nazis sozusagen, also es war jetzt ja immer wieder auch die Rede davon, dass von außerhalb sozusagen Leute angereist sind, Nasen angereist sind, glaubst du, dass das eher so die Mehrzahl ist? Also wenn ich jetzt mal von diesen 80, 90, 100 Nazis am Mittwoch auf dem Kornmarkt ausgehe, dass das dann, also viel aus der Region oder aus der Stadt selbst, oder sind das dann eher sozusagen mehr von außerhalb? Also die Frage zielt so ein bisschen daraus ab, sind das sozusagen, also haben die Nazis sozusagen in Bautzen das schon geschafft, wenn sie patrouillieren, da so eine Art Hoheit zu etablieren, oder ist das eher was Temporäres? Was glaubst du? Na, ich denke, in den Ausmaßen, wie es jetzt zu beobachten ist, ist es was Temporäres. Es ist natürlich, also man kann es ja, soll man nie verschweigen und ist auch nie sinnvoll, jetzt zu sagen, dass die Leute alle von außen sind. Das ist auch nicht mein Eindruck, dass das die Mehrzahl ist. Also Fakt ist, dass wir gut organisierte Nazi-Strukturen in der Region haben und auch in der Stadt selber haben. Fakt ist aber auch, dass die gut vernetzt sind mit Leuten von außerhalb, also ob das Südbrandenburg ist oder auch teilweise Halle und die Ecken. Und Fakt ist doch auch, dass quasi viele von denen jetzt dazugekommen sind, teilweise schon am Mittwoch da waren und damit beteiligt waren. Und eben massiv dann nochmal ab Donnerstag und vor allen Dingen gestern auch, also jetzt, wo es halt Wochenende ist. Aber ich würde jetzt nie sagen, dass die Mehrzahl dieser Leute jetzt ortsfremd ist. Das kann man, glaube ich, nie behaupten. Okay, und dann nochmal. Die haben quasi jetzt, die haben Verstärkung gekriegt. Ja. Einfach Unterstützung von außen. Ja. Ja. Ja, genau. Und immerhin haben Sie ja jetzt auch ein Redeangebot, ein Gesprächsangebot gestellt an den regierenden Oberbürgermeister Ahrens, parteilos, gestützt von der SPD und von der Linken. Der hat dieses Angebot jetzt erstmal angenommen, hat dann wohl aber auch so gesagt, nun ja, ich würde ja auch gerne auf Missstände seitens der Leute hinweisen, die dieses Gesprächsangebot gegeben haben. Dieses Angebot wirkte ja tatsächlich so ein bisschen so wie, hey, wenn sich das so ändert, wie wir uns das vorstellen, also wenn die alle weg sind, die Leute, die wir nicht haben wollen hier, dann hören wir auch auf, irgendwie Stress zu machen. Das ist ja schon aus einer Position der Stärke raus. Das ist, also tatsächlich meiner Meinung nach der Versuch von den, also zwar initiiert von den Leuten von StreamBZ, einfach der Versuch, sich zu inszenieren als ein politischer Akteur auf jeden Fall. Jemand, der Einfluss hat und auszunutzen, dass die Situation so ist, wie sie gerade ist, nämlich dass man Oberwasser hat und dass man auch gerade Unterstützung von außen hat und auch, dass man im Fokus steht, das wissen die ja auch und sie nutzen es natürlich auch, dass hier sämtliche Fernsehsender vor Ort sind. Und quasi aus dieser Situation heraus zu sagen, ja, wir sind ja nicht die, die Stress wollen, wir wollen nur Ordnung hier
und deswegen dieses Gesprächsangebot zu unterbreiten. Ja, da würde ja dann wahrscheinlich auf die Dauer nur ziemlich nachhaltige Arbeit gegen Nazi-Strukturen und gegen entsprechendes Gedankengut in der Stadt helfen. Ja. Wie hast du das denn eigentlich wahrgenommen? Also ich habe ja hier und da auch mal gelesen, die SZ beispielsweise, also die Sächsische, hat ja auch gesagt, dass ja schon seit Wochen das ein Haufen Anwohnerinnen auf dem Kornmarkt nerven würde, weil dort irgendwie trinkende Leute sind. Ist das so? Ich meine, vorher waren da ja auch schon immer Trinker gewesen. Also. Ja, das ist natürlich auch so eine Geschichte, dass man das ist ja bekannt, dass dort immer Trinker waren, dass dort auch immer Nachtlärm war oder nicht immer, aber halt immer mal wieder. Ja. Und dass es auf einmal ein Problem ist, weil jetzt eben auch, nicht Deutsche dabei sind und trinken. Ja. Das ist natürlich auch ein Teil dessen, wie man das Problem wahrnimmt. Aber dass die Situation dort eben so war, dass es eben eine Ecke gibt, wo gerne die Geflüchteten mit ihren Kumpels gesessen haben. Also es war ja auch nie so, dass die unter sich immer geblieben sind. Ne? Da gibt es ja Leute, ob von den Skatern oder wer auch immer, die da mit dabei sitzen und die sich halt kennen, also einfach Freunde halt. Hm. Und da gibt es eine andere Ecke, da sitzt halt das typische Trinkerklientel, wie wir sie kennen. Dann gibt es eine andere Ecke, da sitzen irgendwelche jugendlichen Sprittis und dann gibt es irgendwie am Kornmarktcenter noch diese Halbkugel, wo halt dann wirklich Nazis sitzen. So. Hm. Und die sitzen halt einen Tag über rum oder einen Abend über und irgendwann wird es langweilig und da geht mal einer rüber und provoziert den Ehen und es geht teilweise also auch durchaus von beiden Seiten aus der, und das war alles bekannt. Und dass das teilweise bis um 3 in die Nacht geht, war auch so. Und dass es Beschwerden von Anwohnern gab und von Geschäften und auch vom Hotel vor allen Dingen, dass da immer wieder Polizeieinsätze sind und dass da mal was passieren muss, das ist eben auch so. Ne? Und das hat sich im Prinzip die letzten 2 Wochen sehr massiv verschärft. Das ist so das Ding. Also ich glaube, dass die Leute dort rumsitzen, das hat noch die wenigsten gestört, aber eben die die Eskalationen, die immer mal wieder vorgekommen sind und die Tätigkeiten und darauf folgenden Einsätze. Das hat man laufen lassen und hat damit im Prinzip eine gut vorbereitete Bühne gehabt, die dann am Mittwoch genutzt wurde. Man hätte eben diese Bühne nicht vorbereitet lassen müssen von Seiten der Stadt und des Landkreises. Ja. Man hätte da schon vorher für sorgen können, dass es diese Bühne nicht gibt und diese Möglichkeit für die Rechten sich zu profilieren und sich darzustellen nicht schaffen. Ob das die Stadt ist oder der Landkreis, auch in der präventiven Arbeit, dort müssen mehr Mittel fließen. Uns wurde im April wurden uns schon zusätzliche Gelder für Streetwork in Bautzen versprochen, weil man das Problem ja auch erkannt hat und auch gesehen hat, dass sich das da immer mehr hochschaukelt, und das ist eben nie passiert. Es wurden diese Gelder nie bereitgestellt, und wir können natürlich irgendwie, jetzt werden wir in die Pflicht genommen von einigen Leuten und gesagt, ja, das Steinhaus muss man mehr auf seine Flüchtlinge aufpassen. Wir sagen, ja, wir können keine präventive Arbeit machen, wenn die uns niemand bezahlt. Hm. Und wir sind hier wir haben hier 1,5 Sozialarbeiter für teilweise 80 Kiddies, die unter der Woche bei uns auf dem Hof sind, ne? Hm. Man hat einfach lange zugeguckt und das laufen lassen, wo man hätte eingreifen müssen, zu sowas wie Mittwoch oder auch die ganze Woche eben nicht kommt. Und damit man nicht den Rechten ermöglicht, irgendwann die zu sein, die im Bewusstsein vieler jetzt endlich mal für Ordnung geschafft haben, gesorgt haben. Jetzt ist ja für den Sonntag auch aufgerufen worden von Antifaschistinnen zu einer Demonstration in Bautzen. Jetzt sozusagen Gegendemonstrationen in Bautzen in der letzten Zeit eher spärlich besucht sind. Glaubst du, es würde Sinn machen, für Leute aus anderen Städten, für Antifaschistinnen aus anderen Städten Gegenproteste zu unterstützen? Ja, also meine persönliche Meinung dazu, und das ist auch im Prinzip so die Position, die wir gestern gefunden haben in den Beratungen mit den Bündnispartnern, wie wir jetzt an diesem Wochenende konkret weiterverfahren, ist so, dass die Situation im Moment so aufgeheizt ist und die Polizeipräsenz und auch die Nazi-Präsenz so hoch und auch die Wut, verständliche Wut bei den Geflüchteten und auch Angst so groß ist, dass wir uns darauf geeinigt haben, und da stehe ich auch dahinter, eigentlich an diesem Wochenende keine Demonstrationen zu unterstützen und auch selber zu keiner aufzurufen. Gerade auch mit dem Hintergrund, dass wir natürlich erstens die Sicherheit für die Geflüchteten gefährden würden, aus meiner Sicht. Und zweitens auch mit dem Hintergrund, dass wir gerade eine gewisse mediale Schieflage haben, was die Interpretation dessen, was geschehen ist, angeht. Also wir haben im Moment eine Situation, wo es
auch bedingt durch die Pressearbeit der Polizei, so aussieht, als wäre diese gesamte Situation die Schuld der Geflüchteten, was dem man so nie zustimmen kann. Also, aber die Polizei hat eben rausgegeben, dass die Gewalt am Mittwoch, die Eskalation von den Flüchtlingen ausging. Und nach allem, was wir dazu aufgearbeitet haben, was ich dir ja auch gerade schon gesagt habe, ist das zwar, wenn man die Frage stellt, wer die erste Flasche geworfen hat, sogar der Fall. Es wurde aber völlig verschwiegen und wird auch von der Polizei weiter verschwiegen, wie sich da über Stunden eine Situation aufgebaut hat mit Provokationen, also wirklich mit stundenlangen Provokationen immer wieder gegen die Geflüchteten, die dort auf dem Kornmarkt saßen und da in der Sonne ihr Bierchen getrunken haben, und auch völlig verschwiegen, wo auf einmal diese 80 Nazis herkamen, die sich letztendlich daran beteiligt haben, dass da im Internet aufgerufen wurde, dass da Leute dabei waren, die nach der Aktion in Autos abgehauen sind, die keine Bautzner-Kennzeichen hatten. Das heißt, das will ich nie deswegen sagen, weil ich irgendwie sagen will, das war keine Bautzner-organisierte rechte Veranstaltung, aber das zeigt deutlich, dass es eben einen Aufruf gab und dass es von rechts gezielt am Mittwoch den Plan gab, die Situation eskalieren zu lassen. Und das ist ja auch geglückt. Wir haben aber das im Moment überhaupt gar nicht in der medialen Kommunikation. Da sieht so aus, die Geflüchteten haben Stress gemacht und jetzt gehen sie auch noch demonstrieren, so ungefähr. Das heißt, was ich für sinnvoller halten würde, wäre, dass wir erstmal aufarbeiten, was die letzten Tage passiert ist, und das auch öffentlich aufarbeiten und da auch eine Diskussion in der Stadt darüber führen, bevor wir jetzt sagen, wir müssen jetzt Präsenz zeigen, weil die Nazis das auch tun. Das ist hart, und ich würde mir natürlich wünschen, dass es in Bautzen eine stärkere antirassistische linke Präsenz gibt. Das Problem ist nur, ich glaube, mit einem Aktionismus jetzt an diesem Wochenende was zu machen, ich denke nicht, dass uns das langfristig eben weiterhilft. Und deswegen ich habe in den letzten Jahren öfter die Erfahrung gemacht mit Leuten, die von außen gekommen sind, um uns hier zu unterstützen. Und das ist prinzipiell ja auch gut. Ich freue mich, wenn sich Leute dafür interessieren, was in Bautzen los ist und uns helfen wollen. Das Problem ist nur, dass ich bisher immer die Erfahrung gemacht habe, dass die Leute nach der Demo wieder weg sind. Und was wir brauchen, ist quasi eine langfristige Unterstützung. Uns hilft es nie, wenn wir an einem Tag tausende Antifas zeigen können, es gibt hier auch Linke, und danach am nächsten Tag wieder alleine dastehen. Das verändert die Situation weder für die Geflüchteten noch für uns, die wir versuchen, ja antirassistische Arbeit zu machen. Uns ist an dem Wochenende wichtiger, für die Flüchtlinge da zu sein und denen auch die Situation, die gerade sehr angespannt ist, zu erleichtern, indem wir halt in den Unterkünften sind, was wir dann auch heute noch machen werden und morgen, und einfach Angebote machen. Also es wird Leute geben, die mit Kiddies Volleyball spielen, es wird, Musik geben und so weiter und so fort. Das klingt jetzt natürlich erstmal banal, weil es ist jetzt nicht der Befreiungsschlag, weißt du? Es ist nicht das, was die Nazis von der Straße holt. Aber wir haben eben gesagt, uns ist nicht wichtig erstmal, wie das Bild von Bautzen ist, sondern uns ist wichtig, dass unsere Geflüchteten halt irgendwie einigermaßen angenehm übers Wochenende kommen. Und du weißt ja, dass es eine Ausgangssperre teilweise gibt, für einige zumindest. Ja. Wir wissen auch, dass viele im Moment einfach Angst haben, rauszugehen und deswegen in der Unterkunft bleiben. Und das wollen wir ihnen halt ein bisschen erträglicher machen an diesem Wochenende. Und deswegen haben wir diese Aufgabe gesetzt und verzichten darauf, um morgen auf die Straße zu gehen, um uns irgendwie am Ende mit Nazis zu kloppen. Das sagt Julian, Mitarbeiter im Steinhaus e.V. bzw. Mitglied des Steinhaus Bautzen e.V. und augenscheinlich auch aktiv im Bündnis. Wie heißt das Bündnis nochmal gleich? Das Bündnis heißt Bautzen bleibt bunt. Das gibt es jetzt schon ein ganz paar Jahre. Es sind insgesamt einige hundert Leute dabei, die auf die eine oder andere Art aktiv sind. Es gibt jetzt auch einen eigenen e.V., Willkommen in Bautzen, der aber eben seine Koordinierungsstelle hier bei uns hat. Und genau. Ein anderes Bündnis ist ja, soweit ich weiß, auch noch Bautzen stellt sich quer. Bautzen stellt sich quer, genau, das ist eher, sagen wir mal, das sind eher die dann wirklich die Handarbeit auf der Straße machen, wobei es dann natürlich auch personelle Überschneidung gibt. Also es gibt Leute, die sowohl in irgendwelche alltäglichen Arbeit mit Geflüchteten eingebunden sind und aber trotzdem auch
mit auf die Demo gehen. Okay, ja, schwierige Situationen. Die Nazis haben ordentlich Oberwasser. Wie kann man ihnen das Oberwasser wieder abgraben? Das wird sich in der nächsten Zeit hoffentlich zeigen, dass es da mehr oder weniger erfolgreiche Bestrebungen gibt. Ich hoffe, der OB lässt sich nicht einwickeln. Ich hoffe, die Bautznerinnen und Bautzner igeln sich nicht zu stark ein. Und ja, dann danke ich dir für das Gespräch erstmal und wünsche auf jeden Fall noch für das restliche Wochenende viel Kraft und natürlich auch für die kommende Zeit. Ja, danke.